Du musst nicht klatschen. Strecken die Arme. Ganz gestreckt, gestreckt. Die sind nicht gestreckt. Mein Trainer ist Hamburgs Bester. Steffen Deibler, Weltrekord, Olympiateilnahme, zahllose deutsche Meistertitel. Die überkreuzen sich vorne nicht die Arme. Schon beim Aufwärmen wird klar, Steffen hat hohe Ansprüche. Ja, ich habe ja gehört, dass du gerne mal so ein Schwimmtraining erfahren würdest, auch ein bisschen an deine Grenzen gehen möchtest. Und ich glaube, da kriegen wir ein paar gute Übungen, wenn ich dich so angucke. Was fehlt mir denn als Schwimmer, wenn du mal den ersten professionellen Blick wagst? Ja, du hast, dein Oberkörper ist nicht trainiert. So, also. Dankeschön, Steffen. Daran werden wir auch heute wohl leider nichts ändern. Aber vielleicht kann mir der Profi ja ein paar Techniktipps geben. Ja, das war doch gar nicht mal so schlecht. Ja, die Kopfhaltung ist noch nicht wirklich optimal. Da müsst ihr den Kopf ein bisschen weiter runternehmen. Aber er kommt gut vorwärts. Also er hat auf den Armen, obwohl er nicht so viel Kraft hat, ganz guten Druck. Einzig die Rollwende wirkt ein wenig unrund. So, Freunde, kurzes Zwischenfazit. Steffen ist ein ganz schön harter Trainer, aber er hat mich auch gelobt. Jetzt geht's aber leider erst so richtig los mit dem Training. Nächste Aufgabe, 25 Meter tauchen. Los geht's. Und zwar mit Delfinbeinschlag. Und den beherrsche ich überhaupt nicht. Gerade mal 18 Meter, zu wenig. Du hast gerade zu mir gesagt, dass du tauchen kannst. Ich kann kein Delfin. Darf ich das einmal mit Armen machen? Dann schwimme ich hier 25, tauche ich hier 25. Um halb mit Armen. 25 Meter normales Tauchen, kein Problem. Normalerweise schwimmst du jetzt nach hinten und machst das Ganze achtmal in Delfinbeine. Wahlweise auch so schnell wie du kannst. Kriegst du nicht hin, mach mal was anderes. Genau, jetzt ist nämlich Kraulen gefragt. Und zwar in Intervallen. 25 Meter schnell, 25 Meter ruhig. Das Ganze Vorbereitung für das große Finale. 100 Meter Freistil auf Zeit. Unter 1,25 schaffst du nicht. Bestenfalls 1,30. Über 1,30. Ja, das wäre schon nicht so doll. 5. Ab geht's. Ja, er geht genauso schnell an wie vorher ungefähr, würde ich sagen. Nach gutem Beginn baue ich leider genauso stark ab. Endzeit 1,36. Etwas enttäuschend. Doch mein Ziel lautet, an die Grenzen gehen. Also geht's nochmal ins Wasser. So, wenn ich jetzt 1,36 um eine Hundertstel Sekunde toppe, dann habe ich meinen Auftrag erreicht heute. Aber ich bezweifle, dass das so weit kommt. Verhaltener Start. Ich komme noch nicht wirklich in Fahrt. So wie es jetzt aussieht, wird es nichts. Doch dann mobilisiere ich meine letzten Kräfte. Plötzlich fühlen sich alle Bewegungen rund und leicht an. Wie eine Forelle gleite ich durchs Wasser. 1,31. Steffens Bestzeit über die Distanz 48 Sekunden, also fast doppelt so schnell. Aber das nur am Rande. Sehr schön, dann herzlichen Dank für das Training, das war's, oder? Nee, ich habe noch eine kleine Übung für dich. Na, bestens. Die geht auch ordentlich auf die Pumpe. Oh, wow, wow. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Das kann man auch nicht mehr zeigen, was da gerade fabriziert. Nach 45 Minuten ist dann Schluss. Mein Trainer verbringt übrigens 4 Stunden täglich im Wasser. 6 Tage die Woche. Chapeau.